wenn man weiß, nicht nur was die gegnerischen Spieler wert sind, sondern wo die spielen und was die auch schon für Leistungen geboten haben, ist das ein bemerkenswertes Ergebnis. Wir freuen uns. Wird den Burschen ganz sicher viel Selbstvertrauen geben. Aber wir wollen es auch nicht überbewerten. Also wichtig ist, dass wir wirklich nächste Woche am Montag im ersten Spiel gegen Serbien hundertprozentig da sind. Die Klasse der Gegner hat man immer wieder aufblitzen sehen, aber ich denke, dass wir es als Kollektiv gut gemacht haben. Wir haben individuell uns viel zugetraut. Es hat harmonisch ausgeschaut. Wir haben um den Sieg gekämpft. Das ist ein ganz schöner Abend für uns. Für mich ist es so, dass es die Bestätigung des Trainingslagers war. Wir haben uns vorbereitet sehr hart. Wir haben Morgenläufe gemacht. Wir haben wirklich im konditionellen Bereich zum Teil an der Grenze gearbeitet. Man hat gesehen, dass die Mannschaft das wirklich hervorragend umgesetzt hat. Sie hat sich geschunden für diese EM und hat jetzt in diesem Spiel bewiesen, dass sie trotz Müdigkeit gegen so einen Top-Gegner, der ja auch nicht ohne ist, muss man dazu sagen, sehr, sehr gut agiert hat. Alle diese Voraussetzungen, die wir haben wollten, sind eingetroffen. Das heißt, wir haben sehr gut im Defensivbereich als Verbund gearbeitet. Wir haben offensiv genau das ausgenutzt, eben diese Außenräume, wo man drüber gehen kann mit unseren schnellen Spielern. Und der Lohn ist natürlich, dass auch Einwechselspieler wie der Hussein Balic gezeigt hat, der ja im Prinzip jetzt auf den Zug aufgesprungen ist, dass er ein vollwertiges Mitglied dieser Truppe ist. Ich glaube, das zeigt einfach die harte Arbeit, dass wir uns in die Woche reingelegt haben. Ich glaube, das haben wir heute gesehen. Wir waren spritzig, wir waren da. Und ja, Frankreich ist eine sehr gute Mannschaft, sehr gut, also sehr viel Qualität. Und ich glaube, heute haben wir einfach gezeigt, dass wir die Mentalität haben und das unbedingt wollen. Wir haben jetzt einen Eindruck Vorbereitung gehabt auf das Spiel oder generell für die EM. Und wir haben super trainiert, wir sind super drauf. Es war zwar hart, aber es ist halt eine Vorbereitung. Und wir wollten halt alles geben, die taktischen Dinge, was wir im Training gelernt haben, umsetzen. Und ich glaube, das sieht man, dass wir es umgesetzt haben, oder nicht zu 100%. Eines andere Mal wäre vielleicht besser gegangen, aber im Endeffekt, glaube ich, war das ein verdienter Sieg für uns.